Go and Get Him. Deckerkomplex, Darmstadt, 1.9.2016. Die Anweisung der Fregatte war per Mail noch am gleichen Abend im Deckerkomplex in Darmstadt eingegangen. Der Deckerkomplex ist einer der letzten Stützpunkte militärischer Nachrichtendienste der Vereinigten Staaten in Deutschland. Der Stützpunkt liegt im Eberstädter Weg Nummer 51, südlich des ehemaligen August-Euler-Flugplatzes. Er gilt neben Wiesbaden und Stuttgart als einer der letzten drei Standorte der National Security Agency NSA von ursprünglich schätzungsweise 18 Einrichtungen in der Bundesrepublik. Er soll in den nächsten Jahren geschlossen und in den Standort Wiesbaden integriert werden. Die zuständigen Offiziere in Darmstadt hatten sofort auf die Mail reagiert und ein Squad aus 10 Soldaten zusammengestellt, die bloß darauf warteten, loszuschlagen. Normalerweise waren die Jungs in den Sullivan Barracks in Mannheim stationiert, wurden jetzt aber nach Frankfurt verlegt, um schnell am Ort des Geschehens zu sein. Am Rande der Einfamilienhaussiedlung, in der die Christophs wohnten, waren aus Schallschutzgründen vielgeschossige Mehrfamilienwohnhäuser gebaut worden, die die dahinterliegende Schnellstraße akustisch abschirmen sollten. Hier mietete die NSA über einen Vertrauensmann eine Dreizimmerwohnung mit Blick auf das Zielobjekt. In den folgenden Tagen nahm die ein oder andere Mieterin durchaus wohlwollend zur Kenntnis, dass einige gut aussehende und athletisch gebaute junge Herren eingezogen waren. In den frühen Morgenstunden des 2.9.2015 starteten von Rammstein zwei Drohnen, in die die Frankfurter Innenstadt als Aufklärungsziel einprogrammiert worden war. Die postalische Adresse des Wohnorts von Alex Christoph war per Mail nach Rammstein überstellt worden und die Drohnen hatten den Auftrag, das Wohnumfeld zu fotografieren und die Daten elektronisch nach Darmstadt zu senden, wo sie ausgewertet und weitergeleitet wurden. Parallel zu den Drohnen wurden Marines in Zivil nach Frankfurt abgeordnet, damit sie einige Tage lang die Lebensgewohnheiten der Familie Christoph studieren sollten. Es ging darum, herauszufinden, wann der ideale Zugriffszeitpunkt sein würde. Die Auswertung dauerte knapp 2 Wochen. Der Zugriff war für den 16.09. festgelegt worden. Es würde so ablaufen, dass kurz vor dem Zugriff auf die Zielperson Alex Christoph die Einsatztruppe unbemerkt in dessen Haus eindringen und es eingehend durchsuchen würde, um alle Datenbestände und Manuskripte, die mit der Bibel zu tun hatten, einzusammeln. Zu dem Zeitpunkt, wenn Alex Christoph von seiner Reise nach Zürich zurückkehren würde, sollte der Zugriff erfolgen. Man könnte dann mit der Zielperson sofort den Ort des Geschehens verlassen, ohne noch langwierige Durchsuchungen im Wohnhaus Christophs durchführen zu müssen. Der Zeitpunkt war als günstig angesehen worden, da Andrea Christoph am Vortag eine SMS an eine ihrer Freundinnen sendete, in der sie ihre Einladung zu einem Kindergeburtstag mit abendlicher Laternenwanderung bestätigte. Aus der SMS ging hervor, dass sie ihre Kinder mitnehmen und erst relativ spät zurückkommen würde. Christoph selbst war noch in Zürich bzw. auf der Rückfahrt. Dieses kurze Zeitfenster war ideal, um das Haus zu durchsuchen und Christoph im Schutz der Dunkelheit festzunehmen. Als Andrea Christoph gegen 22 Uhr von ihrem Besuch zurückkam und feststellte, dass das ganze Haus durchsucht war, lagen im Garten mehrere Marines und beobachteten sie unbemerkt. Andrea Christoph war nicht die Zielperson. Sie war unwichtig. Es ging um Alex Christoph. Er war der Mann, der die Kenntnisse hatte, die seine Beobachter interessierten. Als Andrea Christoph nach einem kurzen Telefonat die Kinder ins Auto gepackt hatte und wegfuhr, vermutete die Einsatzleitung ganz richtig, dass sie mit ihrem Mann gesprochen und ihn über das von ihr vorgefundene Chaos informiert hatte. Das Telefonat wurde zurückverfolgt und es wurde festgestellt, dass Alex Christoph mit seinem Auto auf der A81 in der Nähe von Weinsberg bei Stuttgart unterwegs war. Zunächst war angedacht worden, Andrea Christoph zu folgen und dementsprechende Anfragen wurden von den Soldaten bei der Einsatzleitung abgesetzt. Wenige Minuten später wurde dieser Plan jedoch wieder aufgegeben, da man über andere Quellen festgestellt hatte, dass Alex Christoph einen Mercedes E300 Bluetech mit moderner Elektronik und Navigation besaß. Die überaus effektiven elektronischen Möglichkeiten der NSA konnten dieses Auto weltweit orten und wenige Minuten später wusste man, dass sein Navigationsgerät ihn in ein kleines Dorf in Zentralrumänien lotsen sollte, in einen verschlafenen Ort mit badisch-deutscher Vergangenheit. Es gab eine kleine Irritation, als zunächst das Smartphone von Christoph auf einem Rastplatz ca. 300 Meter östlich des Weinsberger Kreuzes geortet wurde, während sich sein Mercedes schnell weiter in Richtung Osten bewegte. Man war sich nicht ganz im Klaren darüber, ob Christoph vielleicht ausgestiegen war und ein Strohmann sein Auto weiter bewegte. In jedem Fall schien es so, als ob Christoph versuchte, seine Verfolger zu irritieren. Eine Viertelstunde später kam allerdings die Information zur Einsatzleitung, dass Christoph selbst in seinem Mercedes saß. Die im Innenspiegel eingebaute Kamera, die den Endkunden als sogenannter Müdigkeitssensor verkauft wurde,
zeigte das hochaufgelöste, aber sorgenvolle Gesicht Christophs. Sie waren zufrieden und sie würden pünktlich in Rumänien sein.